mich ganz kurz aufs Laufende zu bringen. Ich bin gestern Abend um 18 Uhr in den Bus gestiegen in Bangkok. Heute um 11 Uhr hätte er ankommen sollen. Ich sitze immer noch im Bus und wir haben 1:15 Uhr. Autsch. Zwischendrin wurde ich einmal über den Tisch gezogen, habe zweimal den Bus gewechselt und jetzt fahren wir schon in die falsche Richtung seit ein paar Kilometern. Ich habe es ihm gesagt, der Busfahrer ist ausgestiegen und da kommt er gerade wieder. Ich halte euch auf dem Laufenden. Darius' cooler Vlog. Folge 24. Ich bin da. Also so nobel habe ich glaube noch nie gelebt hier auf der Reise. Eigentlich schon witzig. Jetzt bin ich ungefähr 1,5 Monate hier und ich habe noch nie einen Badestrand gesehen. Wow, ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber dafür verbringe ich jetzt den Rest meiner 2 Wochen sind es noch. Ich weiß es nicht genau, aber die verbringe ich am Strand. Ha. Ja, meine Absicht hier in Phuket ist, einen Tauchkurs zu machen, beziehungsweise einen Advanced-Tauchkurs, weil den normalen habe ich schon. Und ja, ich habe heute mehrere Tauchschulen abgeklappert und die waren alle unglaublich teuer und einer hat mir im Internet auch einen ganz anderen Preis versprochen. Dann habe ich in so einer ganz gruseligen Hintergasse eine Tauchschule entdeckt und die haben mir einen super Preis gemacht. Da ist Accommodation mit drin, also Wohnen. Es ist eben alles mit drin, was die anderen auch bieten, nur dass du halt 2 Tauchgänge vom Strand aus startest und nicht vom Boot aus. Dafür ist es halt knapp 150 Euro billiger und das ist es mir auf jeden Fall wert. Mein Tauchkurs beginnt übermorgen, deshalb mache ich morgen irgendwas und das wird dann der Inhalt dieses Vlogs sein. Jetzt muss ich nur noch einen guten Übergang finden von heute Nacht auf morgen. Feeling fresh, summer recess. Got shorty wearing a cocktail dress. Yeah, she got style and excess. Ain't nobody match her, she the best. Call a homie, maybe 2. I finna link up and go and get a brew. Cause we ain't got school no more. So, einen wunderschönen guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Ich schaue mir heute ein paar Sehenswürdigkeiten in Phuket an und fang direkt mal an mit dem White Buddha, dem Big Buddha, irgendwie so. Naja, schauen wir mal hoch. Obligation, so we taking a jet. Flying PJs, cause I'm in my sweats. Tripping to another country, I can't even pronounce. I'm packing much more than I'm allowed. What I'm about, I put a stamp in my passport. Once I have one, man, I'ma need to get more. Yeah, I collect them all. I won't stop till I get them all. Capture the memories. What happens was what was meant to be. Save that pic on my phone. Save that one pic on my phone. Capture the memories, what happens was what was meant to be. Save that pic on my phone. Save that one pic on my phone. KBBA, one of the finest. Just touched down in another climate. Nevertheless, know what to rhyme with. Ride with the boys cause we got license. So we rent cars, explore the town. Pedal to the metal until we out. All the problems, I forgot them cause I left them back home. I ain't looking at the rear view. I'm swerving on the road, face difficulties and I bounce back. Embrace what is, yeah, we bow that. Life is sweet and I feel it when I eat new cuisine that I explore, be improving my physique. Take a seat as we sitting at the cafes cause we had days no food, had to hibernate. Now I never sleep cause I like that taste. Yeah, I can say that life is great. Capture the memories, what happens was what was meant to be. Save that pic on my phone. Save that one pic on my phone. Capture the memories, what happens was what was meant to be. Save that pic on my phone. Save that one pic on my phone. Somewhere exotic, go someplace exotic. Feeling so exotic. Go someplace exotic. We go somewhere foreign. We don't like no boring. We go out, enjoy it. We out here, enjoy it. So, jetzt haben wir den White Buddha auch gesehen, beziehungsweise den Big Buddha. Und es ist tatsächlich mal eine Sehenswürdigkeit, die keinen Cent kostet.
man wird nicht gezwungen, irgendwas zu zahlen. Das passiert hier echt nicht so oft. Naja, ich habe super Hunger. Deshalb würde ich sagen, dass wir jetzt irgendwo hinfahren, wo es was zu essen gibt. Und ja, weil außerhalb von Phuket ist es super billig, habe ich gesehen. Freue ich mich schon. Geld gespart. Capture the memories, what happens was what was meant to be. Save that pic on my phone. Save that one pic on my phone. Capture the memories, what happens was what was meant to be. Ich habe jetzt was einigermaßen Billiges gefunden, wobei das Essen eigentlich gleich teuer ist wie überall, aber die Food Tracks, die sind billiger. Einen guten. Gut, es ist alles anders gekommen als gedacht. Auf dem Weg nach oben zu dem Viewpoint hatte ich einen kleinen Rollerunfall. Weiter nicht schlimm, mein Handy ist runtergefallen und meine GoPro. Und dann habe ich um den Roller geguckt und da sieht man Gott sei Dank nichts. Also ich kann den morgen abgeben, ohne eine Strafe zu zahlen. Und irgendwann habe ich bemerkt, dass ich blute. Und dann habe ich umgedreht, bin in mein Hostel gegangen, habe meine Wunden versorgt. Jo, und da bin ich dann auch geblieben, weil dann hat es sich eh nicht mehr gelohnt. Und dann habe ich eine Benachrichtigung von YouTube bekommen, dass ich die 100 Abonnenten erreicht habe. Deshalb habe ich gedacht, feiere ich das heute mal. Und irgendjemand hat deabonniert, jetzt sind es wieder 99 und mein Achievement mit 100 Abonnenten wurde mir aberkannt. Hartes Leben. Ich fand das nur witzig, weil dann jetzt... Also in der App konnte man, dann hat man so ein Abzeichen gekriegt, in der YouTube-App. Und das ist jetzt grau, weil das habe ich jetzt nicht mehr. Hallo, ich hatte mal kurz 100 Abonnenten. Ich bestelle mir jetzt trotzdem was. Vorspeise, Getränk und der Nachtisch ist schon da. Meine Hauptspeise fehlt noch. Es ist gekommen. Ich freue mich. Jo. Tschüss, ich lasse es mir schmecken.